Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 35, verbunden mit Tagesordnungspunkt 50 und 51. Das ist der Antrag der Fraktion der AfD mit dem Dringlichen Entschließungsantrag Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und Dringlicher Antrag Fraktion der Freien Demokraten. Vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten. Ich darf dem Antragsteller das Wort erteilen. Das ist der Kollege Bolldorf für die Fraktion der AfD. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Corona-Pandemie verlangt uns als Gesellschaft viel ab. Sie stellt uns vor große Herausforderungen, jetzt und auch in der Zukunft. Und auch müssen wir feststellen, dass wir die enormen negativen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen, insbesondere für die besonders stark vom Coronavirus betroffenen Staaten in Europa, noch nicht in Gänze absehen oder beziffern können. Die Europäische Kommission hat nun im April die Absicht erklärt, aufgrund der in der Corona-Krise deutlich zunehmenden Kurzarbeit ein neues gemeinschaftliches Finanzierungsinstrument aufzulegen. Mit dem Programm SURE will sie die Kosten für die Einführung oder Ausweitung nationaler Kurzarbeitermodelle sowie ähnlicher Maßnahmen in den Mitgliedstaaten decken. Die Finanzierung soll hierbei über vergünstigte EU-Darlehen in Höhe von bis zu 100 Milliarden Euro sichergestellt werden, wobei der Geldtopf mit einer Garantie der Mitgliedstaaten abgesichert sein soll. Deutschland, meine Damen und Herren, wird für etwa ein Viertel des Gesamtvolumens aufzukommen haben. Davon profitieren sollen insbesondere die von der Corona-Krise besonders betroffenen Mitgliedstaaten, wie z.B. Italien oder Spanien. Was das Programm selbst betrifft, so handelt es sich hierbei einzig um einen Vorstoß für eine durch Garantien der Mitgliedstaaten abgesicherte Vergabe von EU-Darlehen. Es fehlen klare Vergabekriterien für die gewährte Förderung und auch konkrete Rahmenbedingungen für eine etwaige Rückzahlung der Kredite sind seitens der Kommission bisher noch nicht festgelegt worden. Die Deckung der Ausgaben für Kurzarbeitsregelungen über EU-Darlehen wäre zudem aufgrund der unterschiedlichen Wirtschaftspolitik in den Mitgliedstaaten ordnungspolitisch verfehlt. Die zum Teil erheblichen nationalen Unterschiede beim Kurzarbeitergeld werden ignoriert. Dem könnte nur mit Umverteilung, Kollektivierung und einer erheblichen Bürokratie mit den damit verbundenen entsprechenden Kosten begegnet werden. Außerdem, meine Damen und Herren, ist dieses Programm aus unserer Sicht mit geltendem europäischen Recht unvereinbar. Wir haben das bereits in unserem Antrag ausführlich dargelegt. Die geplanten Garantien der Mitgliedstaaten begründen eine nach Artikel 125a EUV, das heißt Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, verbotene Gemeinschaftshaftung. Weiterhin ist die Arbeitsmarktpolitik gemäß EU-Verträgen überhaupt nicht vergemeinschaftet. Es fehlt somit eine Rechtsgrundlage für die EU, hier überhaupt tätig zu werden. Und außerdem ist nach den Artikeln 124 und 311 am angegebenen Orte auch noch die Kreditaufnahme verboten. Insoweit erleben wir hier eine mehrfache Kollision mit dem EU-Recht. Weiterhin, meine Damen und Herren, halten wir das Programm auch für politisch falsch. Der Ansatz eines europäischen Lastenausgleichs zur Bewältigung der Krise ist verfehlt, da alle EU-Mitgliedstaaten wirtschaftlich in sehr ähnlicher Form von der Corona-Epidemie betroffen sind. Insofern ist es den Bürgern nicht vermittelbar, dass Deutschland einmal mehr bei diesem Transfermechanismus als größter Nettozahler in Erscheinung tritt. Bei den Menschen, meine Damen und Herren, verfestigt sich doch der Eindruck, dass unser Land in der Krise einmal mehr für ganz Europa aufkommen muss. Wer in diesen Zeiten einen größeren EU-Haushalt oder weitere Milliarden für EU-Hilfsprogramme fordert, muss sich darüber im Klaren sein, dass er damit eine noch stärkere Belastung der wenigen Nettozahler und damit auch natürlich logischerweise des deutschen Steuerzahlers meint.
Im Übrigen, nur ergänzend am Rande, lehnt eine Mehrheit der Deutschen nach einer ganz neuen INSA-Umfrage Maßnahmen wie Corona-Bonds und Co. mit 64,1% ab. Was bereits vorher auf Basis der Verträge illegitim und grundlegend falsch war, wird durch die Corona-Pandemie keinesfalls legitimer und sinnvoller. Aus diesen Gründen lehnt die AfD-Fraktion das EU-Programm SURE und den Einstieg der EU in die Finanzierung der nationalen Arbeitslosenversicherungen ab. Meine Damen und Herren, dies leitet mich zu einer grundsätzlichen Betrachtung über. Interessant in diesem Zusammenhang ist, was Frau Ministerin Puttrich in einem Beitrag am 21.04.2020 im Wiesbadener Kurier gesagt hat. Ich zitiere, sind gemeinsame Anleihen erst eingeführt, werden sie die Blaupause für weitere Probleme sein. Vom Recovery-Bond zum Klimabond ist es nur ein winzig kleiner Schritt. Und weiter, ich zitiere, die Mentalität, erst das Geld und dann die Aufgabe, gefährdet die Zukunft Europas. Zitat Ende. Das ist genau, meine Damen und Herren, die Problematik, genau die akute Fehlentwicklung der EU, mit der wir uns derzeit konfrontiert sehen. Hier wird nun eine Krisensituation als Vorwand instrumentalisiert, um unter Umgehung geltenden Rechts eine schrittweise Harmonisierung der sozialen Sicherungssysteme sowie die Einführung einer EU-Arbeitslosenrückversicherung voranzutreiben. Und was folgt, meine Damen und Herren, auf das Programm SURE? Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, Corona-Bonds, Euro-Bonds etc. pp. Das ist alles die gleiche Systematik. Dass aus einem vorübergehenden Instrument schnell ein dauerhaftes werden kann, hat die EU-Schuldenkrise ab 2010 gezeigt. Schließlich ist bekannt, dass Eurobonds ein machtpolitisches Ziel der Südstaaten sind, um Deutschland in die Haftung der eigenen Schulden zu zwingen. Dies muss in aller Deutlichkeit so benannt werden. Die EU, meine Damen und Herren, geht einen immer tieferen Weg in Richtung der Schuldenvergemeinschaftung und in Richtung einer Haftungs- und Transferunion. Das Subsidiaritätsprinzip wird immer häufiger missachtet. Die EU entfernt sich immer mehr von den elementaren Prinzipien ihrer Gründung. In Zeiten, in denen die Nationalstaaten ihre eigenständige Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen, sind derartige Maßnahmen, wie es das Kurzarbeiterprogramm SURE ist, ein inständiger Versuch der EU-Kommission, die politische Existenzhoheit wiederzuerlangen. Es gibt, meine Damen und Herren, keinen Anlass und auch keine Notwendigkeit, die nationalen Sicherungssysteme einer gemeinschaftlichen Finanzierung und damit auch einer gegenseitigen Kontrolle zu unterwerfen. Es sind genau diese Entwicklungen, die die Legitimität der Institution Europäische Union verspielen und die Errungenschaften der europäischen Einigung nachhaltig beschädigen. Die AfD-Fraktion bittet daher die Landesregierung, ihren Einfluss geltend zu machen, dass die Bundesregierung gegen eine wie auch immer geartete Vergemeinschaftung von Haftungsrisiken und weitere permanente Transferzahlungen Stellung bezieht. Denn, wie bereits erwähnt, verdichtet sich nämlich für die AfD-Landtagsfraktion der Verdacht, dass quasi durch die Hintertür die Vergemeinschaftung des gesamten europäischen Sozialsystems herbeigeführt werden soll. Aber, werte Kolleginnen und Kollegen, nicht die Vergemeinschaftung von Schulden und Risiken, sondern Subsidiarität und Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten müssen wieder zentrale Prinzipien in der EU werden bzw. bleiben. Das gestrige Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass die milliardenschweren Anleihen Käufe der EZB als teilweise verfassungswidrig beurteilt hat, ist hierfür jedenfalls ein begrüßenswerter Schritt in die richtige Richtung. Zudem mir leider heute erst zugegangenen Antrag der Regierungsfraktionen, ich habe jetzt die Nummer nicht gegenwärtig, wurde eben vom Präsidenten erwähnt, bleibt mir nur die abschließende Anmerkung, dass Sie, die Regierungsfraktionen, wieder einmal nicht die Problematik erkannt haben oder erkennen wollen. Der Dringlichkeitsantrag der FDP, der eben vorgelegt wurde, den konnte ich nur kurz überfliegen,
Der enthält aber Elemente, die zum Teil wir auch nachvollziehen können. Und die AfD vertritt die Meinung, dass die Angelegenheit, das heißt unser Antrag hier, eine Verweisung in den Europaausschuss, dass eine Verweisung in den Europaausschuss erfolgen sollte. Ich bin damit am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Woldorf. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Kollege Tobias Utter. Wenn er will. Also ist hier sauber, Wasser ist auch serviert. Es ist angerichtet sozusagen, Herr Kollege Utter. Sehr geehrter Herr Präsident, ich bedanke mich für die Fürsorge. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Covid-19 ist eine globale Pandemie. Sie betrifft uns alle und jedes Land der Welt. So die Präsidentin der Europäischen Kommission von der Leyen am 24. April. Dieser globalen Herausforderung muss mit internationaler Solidarität begegnet werden. Die Corona-Pandemie ist auch für die europäische Gemeinschaft und die Solidarität der Mitgliedstaaten ein Belastungstest. Es ist klar und richtig, dass die Nationalstaaten in Fragen des Gesundheitsschutzes ihrer Bevölkerung die zentralen Bezugspunkte sind und unterschiedliche Betroffenheit in Europa auch unterschiedliche Antworten erfordern. Das ändert aber nichts daran, dass Europa als Friedens- und Wertegemeinschaft fest beieinander steht. Hessen und Deutschland stehen jedenfalls solidarisch an der Seite unserer europäischen Freunde. Nicht nur, weil es in unserem wirtschaftlichen Interesse ist, dass auch unsere Nachbarn die Krise gut überstehen, sondern weil wir mit unseren Freunden in Europa mitfühlen und helfen wollen. Nachdem wir leider so manchen nationalen Egoismus zur Kenntnis nehmen mussten, ist es ein sehr positives Signal, dass die von der Europäischen Union organisierte internationale virtuelle Geberkonferenz am Montag Zusagen in Höhe von 7,4 Milliarden Euro aus der ganzen Welt verzeichnet, darunter auch eine Zusage der Kommission über 1,4 Milliarden Euro. Ziel ist es, umfangreiche Mittel für die gemeinsame Entwicklung und den universellen Einsatz von Diagnostika, Behandlungen und Impfstoffen gegen Covid-19 zu beschaffen. Ausdrücklich begrüße ich es, dass sich die Finanzminister der Euro-Staaten am 23. April auf ein Rettungspaket einigen konnten. Über den Europäischen Stabilitätsmechanismus, ESM, die Europäische Investitionsbank und die EU-Kurzarbeiterhilfen werden ab dem 1. Juni bis zu 540 Milliarden Euro mobilisiert. Dies sind wichtige und gute Hilfsmaßnahmen für die von der Pandemie besonders betroffenen Mitglieder der EU. Im Gegensatz zur AfD begrüßen wir ausdrücklich die Kurzarbeiterhilfe der EU. Wir haben in Deutschland sehr gute Erfahrungen mit dem Kurzarbeitergeld gemacht. Es hat uns bei der Abfederung der Folgen der Finanzkrise sehr geholfen. Dieses Instrument auch in anderen EU-Mitgliedstaaten anzuwenden, ist sehr sinnvoll. Die Europäische Union hat sich in dieser schwierigen Situation mit den beschlossenen Maßnahmen als handlungsfähig erwiesen. Während vor allem rechtspopulistische Parteien versuchen, durch nationalistische Parolen aus der Krise Kapital zu schlagen, erweisen sich der ruhige und sachliche Dialog mit den Partnern und die konkreten Hilfen der Bundesregierung und der Bundesländer auf internationaler Ebene letztlich als zielführend. Sehr typisch für den Rechtspopulismus ist der Antrag der AfD, der heute verhandelt wird. Mit dem Brustton der Empörung wird erklärt, wogegen man alles ist. Doch konkrete Vorschläge, wie europäische Solidarität aussehen soll, fehlen gänzlich. Es heißt lediglich, dass der Gedanke, finanziell und materiell sich beizustehen, unterstützt werde. Aber von Gedanken kann man niemanden ernähren,
Gedanken allein reichen nicht aus. Konkrete Hilfe und Maßnahmen sind jetzt notwendig. Aber das muss einer populistischen Partei besonders wehtun. Das spürt der Wähler im Moment besonders auch. Wenn es ernst wird, hat die AfD keine Lösung. Ich wage mir gar nicht vorzustellen, wenn die Rede, die mein Vorredner hier gehalten hat, in Anwesenheit unserer europäischen Partner gehalten worden wäre. Diese Gefühllosigkeit und Kälte hat nichts mit dem europäischen Gedanken zu tun. Dagegen ist es ein ganz besonders starkes Zeichen für die europäische Solidarität in schweren Zeiten, dass schwerstkranke Patienten aus besonders betroffenen Regionen zur intensivmedizinischen Behandlung in Deutschland und auch in Hessen aufgenommen wurden. Ebenfalls konnte durch Lieferung dringend benötigter medizinischer Produkte ganz konkret geholfen werden. Am 1. Juli beginnt die deutsche Ratspräsidentschaft. Die letzte deutsche Ratspräsidentschaft fand im ersten Halbjahr 2007 statt. Damals gelang es Bundeskanzlerin Merkel, nach dem Scheitern der europäischen Verfassung die unterschiedlichen Kräfte zu bündeln und die Grundlagen für den Vertrag von Lissabon zu legen. Die deutsche Präsidentschaft 2020 wurde mit großen Hoffnungen erwartet. Die Bundesregierung hatte sich ein sehr ehrgeiziges Programm vorgenommen. Doch jetzt ist alles anders. Neue Prioritäten gelten. Das Management der Corona-Krise wird im Mittelpunkt stehen. Es gilt, die Beschränkungen und Behinderungen des Binnenmarktes nach und nach aufzuheben. Eine Strategie zur wirtschaftlichen Erholung Europas muss entwickelt werden. Dabei wird der Finanzrahmen für die nächsten 7 Jahre eine entscheidende Rolle spielen. Die von der Kommission vorgeschlagenen mehrjährigen Finanzrahmen muss den neuen Umständen angepasst werden. Wir haben bekundet, dass wir zur anteiligen solidarischen Finanzierung bereit sind, allerdings nur im Rahmen der europäischen Verträge und unserer Rechtsordnung, also nicht über gemeinsame Schulden oder Eurobonds. Hessen, das so eng mit den Volkswirtschaften unserer europäischen Partner verbunden ist, hat ein hohes Interesse daran, dass die Wirtschaftskrise infolge der Pandemie rasch überwunden wird. Dabei gilt es vor allem, innovative und nachhaltige Wirtschaftszweige zu fördern und nicht überkommene Strukturen am Leben zu erhalten. Die EU ist eine erfolgreiche Wirtschaftsgemeinschaft. Die EU ist eine Wertegemeinschaft. Freiheit, Solidarität, Rechtsstaatlichkeit und kulturelle Vielfalt, das sind die Fundamente unserer Gemeinschaft. Auch in der Krise sollen in Europa Menschlichkeit und Freundschaft an erster Stelle stehen. Hessen will, dass die Europäische Union gestärkt aus dieser Krise hervorgeht. Die Pandemie hat gezeigt, dass wir mehr Europa brauchen. Da aufgrund der Corona-Krise unsere übliche Andacht ja heute ausfallen musste, mag ich Sie zum Schluss aber hoffentlich ein bisschen erfreuen und aufbauen mit der Losung des Tages. Im Jesaja-Buch spricht Gott: Ich will die Finsternis vor Ihnen her zum Licht machen. Das wünsche ich uns. Vielen Dank, Herr Kollege Utter. Nächster Redner für die Fraktion Die Freien Demokraten ist der Kollege Oliver Stirböck. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In diesen Tagen fühlen wir, was uns fehlt, wo uns Freiheit fehlt, wo wir Freiheit für selbstverständlich hielten, dass wir ihren Wert vielleicht gar nicht immer richtig ermessen haben. In diesen Tagen spüren wir, was für eine große Idee
die Freizügigkeit in der Europäischen Union ist. Sie ist Teil unserer erlebten Freiheit. Und dieses Virus hat die Möglichkeit, je beendet in ein anderes europäisches Land zu fahren, so wie wir es gewohnt waren, die Grenzen des alten Europa zurückgebracht, die wir schon gar nicht mehr gespürt haben. Vor ungefähr 25 Jahren habe ich einen Beitrag für ein Buch des Politikwissenschaftlers Karl Rudolf Korte geschrieben. Es wird eine Generation heranwachsen, die die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich nur noch vom Hörensagen kennt. Jetzt ist sie dicht, wie lange nicht mehr. In diesen Tagen wird daher offensichtlich ein Wert, der Wert Europas, eines Europas ohne Grenzen, eines Europas ohne Schranken, eines Europas der Freiheit. Und ich denke, in diesem Hause sind wir uns mit vielleicht Ausnahme einer Gruppierung im Ziel einig. Wir sollten schnellstmöglich zu einem Europa ohne Schlagbäume und zu Schengen wieder zurückkommen. Wenn wir es mit Europa ernst meinen, dann sollten wir die Reisebeschränkungen für alle Länder wieder öffnen, baldmöglichst, in denen vergleichbare Infektionsschutzmaßnahmen herrschen und eine ähnliche Infektionsrate vorliegt. Österreich, Malta, Polen und Kroatien haben sich bereits für solche Perspektiven ausgesprochen. Ein Virus, das nicht an nationalstaatlichen Staatsgrenzen Halt macht, sollten wir international abgestimmt, aber vor allem lokal bekämpfen, nicht vor allem an nationalstaatlichen Grenzen. Gegen die Verbreitung von Viren helfen jedenfalls keine Schlagbäume und Grenzkontrollen, sondern Abstand und Hygiene. Abstand halten, das können wir, egal ob wir in Wien oder Berlin sind, an der deutschen Ostsee oder vor der Küste von Dubrovnik. Das können wir überall in unserem großartigen Europa. Unser Europaantrag und der Antrag auch der Koalitionsfraktionen in dieser Europawoche sind daher mit unterschiedlichen Akzenten Anträge für Europa. Ihr Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD, reiht sich nahezu nahtlos ein in eine Phalanx von Anträgen, die Sie hier gestellt haben, die nicht das Ziel haben, Europa besser zu machen. Sie haben das Ziel, den europäischen Gedanken schlecht zu machen und Europa und die Europäische Union und den europäischen Gedanken zu zerstören, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD. Mit unserem Herzen sind wir in diesen Tagen auch bei denen, die es ganz besonders getroffen hat in der Europäischen Union. Das betrifft gerade auch unsere Partnerregion, die Emilia-Romagna, die direkt nach der Lombardei und im Piemont in Italien die meisten Todesopfer zu verzeichnen hat. Es sind zehnmal so viele Todesopfer wie in Hessen, obwohl die Emilia-Romagna deutlich weniger Einwohner hat. Hier sollten wir unserer Partnerregion weiter unsere Hilfe angedeihen lassen. Es war ein schwerer Fehler der Bundesregierung, noch am 4. März ein Ausfuhrverbot zu verhängen, als vor allen Dingen in der Lombardei Not am Mann war. Und vielleicht ist das, was der Herr Kollege Utter vorhin mit nationalem Egoismus vielleicht ein wenig durch die Blume bezeichnet hat, genau dieser Vorgang. Italien hat mit uns seinerzeit die Europäische Union begründet. Und in Bergamo rückten schon die LKWs, die Transporter der Armee an, um die Leichen abzutransportieren. Und Berlin zeigte in diesen Tagen die kalte Schulter. Wir helfen nicht mit Masken, war das Motto. Wir helfen nicht. Das war verstörend. In Italien hat dies große Verbitterung hervorgerufen. Das deutsche Ausfuhrverbot und die unabgestimmten Grenzschließungen haben eine europäische Kettenreaktion nationaler Egonummern ausgelöst. Auf Initiative der Europäischen Kommission haben die europäischen Staaten später zum Glück wieder das Prinzip gegenseitiger Hilfe
eingeführt. Die Enttäuschung bleibt. Und als Partnerregion der Emilia-Romana haben wir daher eine ganz besondere Verantwortung nach den verstörenden Momenten des März 2020 wieder den europäischen Gedanken wachsen zu lassen. Um die Verfasstheit Europas könnte es zugegeben besser bestellt sein. Die Corona-Bonds spalten Europa. Wenn ein Wiederaufbaufonds mit zweifelhaften neuen Instrumenten finanziert werden soll, die gegen das seit Gründung der Europäischen Union bestehende Verschuldungsverbot verstoßen, dann wird dies nie einen europäischen Konsens finden. Gerade die gestrige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts macht doch deutlich, dass wir jedes Instrument auf die Vereinbarkeit mit den europäischen Verträgen, auf die Vereinbarkeit mit dem nationalen Budgetrecht prüfen müssen. Weder der Wiederaufbaufonds noch der mehrjährige Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 dürfen ein Ersatz für nötige Strukturreformen sein, sondern müssen zielgenau und zeitlich begrenzt Krisenfolgen dämpfen. Gemeinsame Anleihen braucht es dazu nicht. Das wäre eine Blaupause für weitere Probleme. Dieser Satz von Frau Ministerin Puttrich hat mir sehr gut gefallen, offensichtlich besser als dem Fraktionsvorsitzenden der GRÜNEN, Herrn Wagner, der diese Äußerung der, wie er sagte, Abgeordneten Puttrich, das habe ich als etwas suffisant wahrgenommen, sehr stark kritisiert hat und von einer Scheindebatte in diesem Zusammenhang gesprochen hat. Aber ich denke, in einem sind wir uns, Herr Wagner, Frau Puttrich und die Koalitionsfraktionen und die Freien Demokraten einig. Europäische Krisen können wir nur gemeinsam lösen. Dazu zählt ausdrücklich das Programm SURE, mit dem die Mitgliedstaaten ihre stärker als vor der Krise erwartbar in Anspruch genommenen Programme zur Verhinderung der Arbeitslosigkeit, etwa die Kurzarbeitsregelungen, finanzieren können. Zeitlich befristet, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD, und auf Darlehensbasis. Nutzen wir diese Krise, um aus dem, was nicht so gut geklappt hat, unsere Lehren zu ziehen. Europa ist mehr als die Summe von Nationalstaaten, liebe Kolleginnen und Kollegen der sogenannten Alternative. Machen wir uns bewusst, was Europa bringt, nicht nur uns bringt, was Europa bringt und verspricht: Frieden, Freiheit, ein Versprechen für mehr Wohlstand. Es ist eine großartige Idee, für die es sich zu kämpfen lohnt. Ein Gedanke, der ist viel zu groß für das kleine Karo der Alternative für Deutschland. Vielen Dank, Kollege Stirböck. Nächste Rednerin für die Fraktion der SPD ist die Kollegin Waschke. Ja, sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin ja froh, dass die AfD heute Morgen doch noch etwas zu meckern gefunden hat, sonst hätte ich mir wirklich Sorgen gemacht. Was Ihr Antrag wieder einmal eindrucksvoll aufzeigt, ist, dass es grundsätzliche Unterschiede zwischen Ihrer und unserer Politik gibt. Es ist ja nichts Neues. Es ist ja wirklich nichts Neues, dass die AfD gegen eine stabile Europäische Union ist. Wir erwarten ja von den Rechtspopulisten wie Salvini oder Orbán ganz genauso wenig, dass sie sich für die europäische Idee engagieren. Ich wage aber zu behaupten, dass der Rest der Abgeordneten dieses Hauses hinter einem solidarischen Europa steht. Wir können das auch in den vorgelegten Anträgen der Koalition genauso wie von der FDP wieder nachlesen.
Und genau so, wie uns das Coronavirus verdeutlicht, dass diese Pandemie kein auf einzelne Nationen begrenztes Phänomen ist, zeigt es uns auch, dass wir in Krisen wie dieser stärker sind, wenn wir als Gemeinschaft handeln. Und das gilt übrigens auch für die Europäische Union. Nur auf uns, danke, Thorsten. Nur auf uns alleine gestellt, wären wir. Oh, ich habe viele, kein Problem, Herr Boddenberg. Nur auf uns alleine gestellt. Jetzt bitte wieder zurück zu dem Antrag, der uns vorliegt. Nur auf uns alleine gestellt, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden wir diese Herausforderung nicht geregelt bekommen. Das muss uns allen klar sein. Die derzeit wieder aufkommenden nationalstaatlichen egoistischen Reflexe führen uns in eine Sackgasse. Krisen wie diese sind globale Krisen und müssen auch global angegangen werden. Deshalb sollten wir froh sein, liebe AfD-Fraktion, dass wir gemeinsam als Europäer handeln können. Denn als Europäische Union sind wir in der Welt ein stärkerer Partner, als wir es als Deutschland alleine jeweils wären. Das ist übrigens auch eine der Grundideen der Europäischen Union. Wir können Krisen gemeinsam abfedern. Denken wir an die globale Finanzkrise zurück. Sie hat uns gezeigt, wie schnell ein Dominoeffekt einsetzen kann. Geraten einzelne europäische Länder in Finanzschwierigkeiten, zieht das andere unweigerlich nach. Aus diesem Grund haben wir uns damals vorgenommen, Europa stärker zu machen, damit es uns in schweren Krisen gemeinsam stabilisiert. Übrigens, das hat auch etwas mit Verlässlichkeit zu tun. Die Krise zeigt übrigens auch, dass seriöse und verlässliche Staaten derzeit auch die starken Staaten sind. Populisten, die nur heiße Luft produzieren, Johnson und Trump sind genannt worden, die nur heiße Luft produzieren, aber für die Bevölkerung keine Leistung erbringen, werden an Vertrauen verlieren. Auch das können wir derzeit beobachten, auch in Deutschland. Womit ich wieder beim AfD-Antrag bin. Um Menschenleben zu retten, mussten wir große Teile unserer europäischen Volkswirtschaften ins künstliche Koma versetzen. Millionen von Europäerinnen und Europäern fürchten um ihre Arbeitsplätze, Unternehmen um ihre Existenzen. Aber es wird auch irgendwann mal wieder weitergehen. Und damit es weitergehen kann, dürfen wir eben jetzt keine kleinen Brötchen backen. Wir müssen europaweit den vielen Unternehmen ganz klar machen, schmeißt die Leute jetzt nicht raus. Und das Kurzarbeiterprogramm, das Sie von der AfD ja mit Ihrem Antrag ablehnen, hilft eben genau diesen Unternehmern, die Arbeitsplätze über diese Krise hinaus zu retten. Glaube ich auch. Das unterscheidet uns, Herr Günther. Ich glaube, ich habe das Wort. Deswegen würde ich gerne weitermachen. Denn es muss nach unserer Gesundheit und nach unserem Wohlergehen das Gebot der Stunde sein, auch so viele Arbeitsplätze wie möglich zu retten. Sonst erwischt uns in Deutschland der Dominoeffekt. Wir sind mit unserem Export eben von unseren europäischen Nachbarn abhängig. Und bei all diesen Bemühungen ist es allzu typisch für die AfD, dass sie sich natürlich wieder gegen die Maßnahmen der Europäischen Union ausspricht, in diesem Fall insbesondere gegen den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und by the way, das ist übrigens ein weiterer Punkt, der Sie und uns voneinander unterscheidet. Wir tun etwas dafür, um Arbeitsplätze und Familieneinkommen zu sichern. Sie lehnen solche Maßnahmen offensichtlich ab. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, soziale und wirtschaftliche Ungleichheit in den europäischen Staaten auszubalancieren.
Die Corona-Krise hat unseren Zeitplan ein bisschen durcheinandergeschmissen. Aber das Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Mitgliedstaaten zu schaffen, dieses Ziel bleibt. In der Vergangenheit haben wir immer wieder gesehen, dass eine hohe europäische Arbeitslosigkeit sich auch immer wieder negativ auf Deutschland auswirkt. Und zugegeben, die Einführung des Kurzarbeiterprogramms Schure, mit dieser Einführung betreten wir sozialpolitisches Neuland auf der europäischen Ebene. Aber wir als Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen finden das gut. Wir wollen damit die nationalen Bemühungen solidarisch unterstützen. Wir machen das, um möglichst vielen Menschen in Europa in und auch nach der Krise den Job zu sichern. Und da, wo das eben nicht gelingt, ist die Arbeitslosenrückversicherung ein gutes Instrument, um Armut zu verhindern. Aber da, liebe Herren und eine Dame von der AfD, gelingt es Ihnen ja noch nicht einmal, zwischen Arbeitslosenversicherung und Arbeitslosenrückversicherung zu unterscheiden. Das wird in Ihrem Antrag alles zusammen vermischelt. Kleiner Tipp, einmal kurz googeln, da kann man den Unterschied erkennen. Eine solche Rückversicherung hätte laut einer Studie des IFO-Instituts auch in Deutschland in der Vergangenheit immer mal wieder geholfen. Mit der Arbeitslosenrückversicherung können wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Euroraum in Krisenzeiten wie diesen besser stabilisieren, als das national alleine möglich wäre. Und da, Herr Bolldorf, ich sage nicht Kollege, da, Herr Bolldorf, liegt der Unterschied. Es geht um Krisenzeiten. Das ist zeitlich begrenzt und auf eine Krise ausgerichtet. Das hat nichts damit zu tun, dass verschlechte oder fehlgeleitete Wirtschaftspolitik von anderen Mitgliedstaaten finanziert wird. Und im Übrigen besagte IFO-Studie, ich würde Ihnen empfehlen, die mal zu lesen, hat übrigens auch Ihren Kritikpunkt entkräftet, dass vor allem Länder wie Deutschland finanziell dadurch wieder mehr belastet würden. Und zu guter Letzt, um es zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen. Finanzminister Olaf Scholz hat vor rund 2 Wochen in einem Interview diesen Satz gesagt, und da musste ich wieder an Ihren AfD-Antrag denken. Es ist nicht die Zeit für Eitelkeiten. Wir haben von morgens bis nachts damit zu tun, Probleme zu lösen. Wieder ein Unterschied zwischen Ihnen und uns. In Krisenzeiten sind Sie es, die meckern, keine eigenen Vorschläge haben, während der Rest versucht, Probleme zu lösen. Selbstverständlich wird die SPD diesem Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank.